Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, jetzt ist es soweit. Wir können The Last of Us Part 2 zocken. Ich bin mega heiß drauf. Vorab gesagt, ich werde das auf der PS4 Pro zocken, mit meiner Capture-Karte, mit einer hohen Videobitrate aufnehmen. Ich werde kein Intro, kein Outro, kein gar nichts machen, damit ihr... dass ich es in 4K hochladen kann. HDR, falls es hat HDR, sehe gerade, geht an. Geht nicht, weil ich die Kamera anhabe. Ohne Kamera könnte ich HDR, vielleicht mache ich das später nochmal mit einem kürzeren Video. Müssen wir mal gucken. Ich hatte auch schon gestern angezockt oder wollte anzocken, war noch nicht komplett fertig mit runterladen und dann kam auch Termin dazwischen und hast nicht gesehen. Beliebige Taste drücken. Wie ihr hört, ich habe zum Menü halt ein Video gemacht. Ich habe halt einfach mal das Vorlesen angemacht. Und zu dem Menü werde ich ein separates Video machen, das, was ich gestern gemacht habe. Und werde das separat auch noch hochladen. Wir werden aber trotzdem kurz reingucken ins Menü, weil das Menü einfach unfassbar cool ist, was Naughty Dog sich da einfallen lassen hat. Story. Optionen. Extras. Concept Art. Gesperrt. Also, Extras. Extras ist Extras. Concept Art. Gesperrt. Sieh dir die Concept Art des Spiels an. Verdiene Punkte und schalte einzigartige Inhalte frei, indem du Sammelobjekte findest, Trophäen erhältst und das Spiel auf höheren Schwierigkeitsstufen abschließt. Um dies freizuschalten, musst du weiter in der Geschichte vorankommen. Okay. Ich Charaktergalerie. Sieh dir die Besetzung des Spiels genauer an. Das hat gestern nicht funktioniert, weil, wie gesagt, es war noch nicht komplett runtergeladen. Ellie Seattle. Kosten. 5 Punkte. Du hast 5 Punkte. Dann schalten wir mal Ellie frei. Ellie Seattle. Groß geworden, die Ellie. Ellie Seattle. Beliebige Taste drücken. So. Sieht das bei euch auch so schön aus hier in der Aufnahme? Ja. Extra Story. Extra Charaktergalerie. Mitwirkende. Sieh dir. Das sehen wir dann halt. Kommt dann jetzt Musik und dann. Dann werden wir mal schnell wegen Naughty Dog. Zurück zum Hauptmenü? Nein. Ja. Ich habe das nämlich angeschalten, das werden wir uns gleich auch nochmal angucken. Extras, Ops, Story, Ops, Steuerung. So, wir haben hier Steuerung. Anzeigen. Aktuell Schulter, Foto, Schulterwechsel merken. Aus. Statt standardmäßig immer zur rechten Schulter kehrst du mit der Kamera zur vorherigen Schulter zurück. Fotomodus Schnelltaste. Aus. Drücke, Ziel, Blick, Ziel, Ziel, Steuerung. Hat. Fadenkreuze. Standard. Passe die Art des Fadenkreuzes für das Zielen mit einer Waffe an. Standard. So, hier ist ja noch das mehr Fadenkreuz drin. Das Fadenkreuz zeigt den Umfang der Genauigkeit der Waffe an. Einfach. Das Fadenkreuz zeigt nur einen Punkt an. Einfach. Aus. 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 Ein Standard. Links und rechts Waffenkreuz. Ein. Aktiviert das Wechseln von Waffen und Wurfobjekten im HUD. Links aus. Ein. Schadensanzeigen. Ein. Aktiviert. Ein. Aus. Ein. Wahrnehmungsanzeigen. Aus. Aktivtarnung. Aus. Aus. Schadenswahrnehmungsanzeigen. Aus. Aktiviert ein HUD-Element, das dich vor der Entdeckung durch Gegner warnt und anzeigt, in welcher Richtung sie sich befinden. Tarnung. Wahrnehmungsanzeigen erscheinen, bis du gesichtet wirst. Immer. Wahrnehmungsanzeigen bleiben im Kampf bestehen. Diese Einstellung wird für Spieler empfohlen, die taub oder schwerhörig sind. Tarnung. Tarnung. Links und rechts Tasten. Ändern. Dreieck-Taste. Auf Standard. Da kommen wir gleich noch zu mit Blind und Taub. Standard. Aktiviert Hartmarkierungen, die angezeigt werden, wenn du auf einen Gegner schießt und ihn triffst. Standard. Die Treffermarkierung ist bei einem tödlichen Treffer rot. Klassisch. Die Treffermarkierung ist immer weiß. Gesundheit und Waffe. Treffermarkierungen. Gesundheit und Waffe. Tutorial Startwaffen und Munitionsanstatt Tutorial Nachrichten. Gesperrt. Aktiviert hat Nachrichten zum Erlernen der Spielmechanik. Tipps. Manchmal,
Aktiviert Gamma-Play-Hinweise, die angezeigt werden, wenn du dich längere Zeit orientierungslos in einem Bereich aufhältst. Hinweis und Mitteilungen aus. Zeigt eine Hard-Mitteilung an, wenn du Munition, Fertigungssteile oder andere Ressourcen aufhebst. Ausweich und Mitteilung ein. Ne, machen wir mal an, mal sicher. Ausweichen Aufforderungen. Manchmal stelle die Häufigkeit der L1-Taste Ausweichen Tutorial-Aufforderung ein, die erscheint, wenn ein Gegner einen Nahkampfangriff startet. Häufig. Häufig. Mann aus. Man, häufig. Häufig. Pack mal oder Fund-Aufforderungen ein. Aktiv in Sammelobjekt-Verfolgung aus. Zeigt ein besonderes Symbol an, wenn ein Sammelobjekt bereits in einem vorherigen Spieldurchlauf aufgehoben ein. Ja, Fadenkreuze, Waffenkreuz, ein, aktiv, Fadenkreuze, hart, so. Untertitel, Untertitel, Story und Kampfdialog, aktiviert Untertitel für gesprochene Dialoge, Story-Dialog, aktiviert Untertitel für Hauptcharaktere, wichtige Gegner-Dialoge und Filmsequenzen, Kampfdialog, aktiviert Untertitel so, für halt zusätzliche Gegner-Dialoge Untertitel? Und im Kampf. Obwohl, wir können das ja jetzt alles nochmal durchgehen, dann bräuchte das andere Video nicht. Links- und Rechtstasten. Ändern. Wir haben hier Größe, wirklich Mittel, extrem Untertitel, Größe, Mittel, geile Einstellung. Ich habe ja, wie ihr hört, schon eingeschaltet, damit es vorgelesen wird. Untertitel. Wir können Story das hier auch aus. Noch ausmachen, Story, wir können anmachen. Und Kampf, Story und Kampfdialog. Größe, Mittel, Passe, Groß, Groß, Mittel. Mittel reicht aus, denke ich mal. Hintergrund aus. Man kann hier auch einen Hintergrund machen. Aus, Name, man kann den ein, Namen ein, aus, ein, mit einblenden, aus, dass man weiß, wer das gerade spricht. Namen, Farben. Ein. Namen, Farben. Wenn Namen für die Untertitel aktiviert sind, werden die Namen der Sprecher jeweils in einer eigenen Farbe angezeigt. Links- und Rechtstasten. Richtung. Ein. Aktiv. Ein. Aus. Und da ist in der Pfeil. Ein. Farbe. Weiß. Ändert die Farbe des Gelb. Blau. Rot. Grün. Grün. Rot. Blau. Gelb. Weiß. Weiß. Untertitel. Anzeige. Helligkeit. Passe die Videoanzeigeeinstellungen an. Größe der Sicherheitszone. Passe die Größe des auf dem Bildschirm sichtbaren Bereichs an, um die richtige Platzierung des HUD zu gewährleisten. Helligkeit. Größe. So, passe die Markierungen an, bis sie die Ecken des Bildschirms ausfüllen. Ja, ist okay. Oben Taste. Vergrößern. Unten Taste. Verkleinern. Kreistaste. Zurück. So größer geht's gar nicht, also wir sind schon. Größe der Sicherheitszone. Helligkeit. HDR. Ein. Aktiviere so. HDR Rendering für Unterstützung. Kontrahelligkeit. HUD-Helligkeit. 5. Bereich 2 1 5 3 2 3. Wir machen mal auf Standard. Auf Standardeinstellungen zurücksetzen? Nein, ja, Harthelligkeit 3 Bereich. Die Harthelligkeit ist die 5. Schrift, passe die ist halt die weiß. Meine Harthelligkeit. Und wenn wir jetzt 4, hier zurückgehen, 3, 1, seht ihr, dass die grau wird. 2 3 5 3 1 1. Und wenn ihr unten bei HDR zum Beispiel guckt, wo HDR steht, dass das dann schlecht 3, zu sehen 1, ist. 3, also wir lassen auf den Standard. HDR. Jetzt können wir HDR ausmachen, dann passiert natürlich sowas, dass erstmal kein Signal da ist. Vorschau ausblenden. Links- so. Und Rechtstasten. Ändern. Kreistaste. Zurück. Ein. Und dann können wir wieder HDR einschalten. Ich hoffe, das hat jetzt keine Probleme mit der Aufzeichnung, aber eigentlich nicht. Vorschau ausblenden. Links- und Rechtstasten. So. Kontrast. Und ich lasse HDR auch HDR ein. Kontrast. Harthelligkeit. 5. Helligkeit. Größe. Kamera. Bewegungsunschärfe. 10. Bereich 0 bis 10. Passe die Intensität der Bewegungsunschärfe an. Kameraerschütterung 10. Bereich 0, 9. Auf Standard einstellen. Ja, Kameraerschütterung. Also ist alles auf 10. Das habe ich auch nicht geändert. Audio, Effekte. 100. Dialog. Musik. 75. Filmbar, Sprachbar, Filmsequenzbar, Sprachgerät. Fernseher. So. Wähle das passendste Gerät, um weitere Auto-Audio-Einstellungen ja, für das beste Höherlebnis zu optimieren. Links- und Rechtstasten. Also mit ändern. Der Zeit nervt das echt, wenn die quatscht, aber ich hoffe, dass die heute auch die Briefe vorliest. Kreistaste. Zurück. The Last of Us Part 2. Wie gesagt, ich war ja gestern hier schon in dem Menü drin und habe hier so ein bisschen rumgespielt. Hier habe ich mit den Kopfhörern endlich mal einen Unterschied, also das sind die Beyer Dynamics, ja, mit einem Unterschied gehört, ob ich Fernseher, Heimkino, Studio-Referenz, Studio, Stereo-Kopfhörer oder Stereo-Kopfhörer ausgewählt habe. Links- und Rechtstasten ändern. 3 Fernseher. Also ich finde es so klarer. Stereo-Kopfhörer. Das ist so leicht links allig. Und Rechtstasten ändern. 3 Kanäle. 1,0 Kanal. Auto. Auto. 1, 2 Kopf-Center-Kanal. Dialog plus Effekte.
Wähle die Center-Kanal-Konfiguration. Dialog. Auto. Auto. Deaktiviert. Dialog plus Effekte. Gerät. Sprachaus. Gerät. Halbfernseher. Heimkino. Fernseher. Heimkino. Kanäle. 2, 1, Out, 1, 2,0, Center, deaktiviert, Auto, Dialog plus Effekte. Also, kommen alle links darüber. Links und rechts Tasten, ändern, Dreiecktaste, Dialog, Auto, deaktiviert, links und rechts Tasten, ändern, Dreieck, Dialog plus Dynamikumfang, Mitternacht, eng, mittel, breit, Maximum, Auto, Maximum. Breit. Mittel. Eng. Mitternacht. Also ich finde Mitternacht am schönsten. Aus vorne. Effekte. Dialog. Mutfil. Variier. Audio. Sprache. Text. Deutsch. So, Deutsch, Untertitel. Deutsch, Deutsch. Sprachaus. Übersetzungsaufforderungen. Auto. Ein. Aktiviert. Dreiecktaste. Übersetzungsaufforderungen für Spielwelttext. Wenn automatisch eingestellt ist, wird diese Funktion automatisch aktiviert, sobald eine andere Sprache als Englisch ausgewählt oder Sprachausgabe aktiviert wird. Links- und Rechtstasten. Ändern. Kreistaste. Ein. Auto. Aus. Aus. Auto. Ein. Sprache. Barrierefreiheit. Alternative Steuerung. Steuerung anpassen. Weise die gesamte Steuerung nach deinen Wünschen neu zu. Boot. Git. Naka. Git. Bewegung an Seilenleitern. Charakter. Ändere die Richtungseingabe für die Bewegung. Git. Du kannst hier so viel, fertig. Lausch, so viel Zeug machen. Lauschmodus. Gedrückt halten. Ändere die Eingabemethode für den Lauschmodus. Gedrückt halten Standard halte. R1-Taste. Alternative Vergrößerung und visueller Hilfe-Skalierung. Standard. Ändert die Größe von HUD-Elementen im Spiel. Groß. Standard. Groß. Standard. Seht ihr das? Groß. Standard. HUD-Hintergrund. Standard. Verändert die HUD-Hintergrund. Verdunkelt. Verdunkelt-Skalierung. Stand. Groß. Hat Hintergrund, Standard, Skalierung, Groß, Standard, hat Farbe, Weiß, Gelb. Durch Hardboot Skalierung, Standard, hat Farbe, Blau, Rot, Grün, Rot, Blau, Gelb, Weiß. Das ist halt für Farb. Ich aktivieren diese Einstellungen, akzeptierst du das Sony Interactive Entertainment Europe. Daten über deine ausgewählten Hardfarbenfehlsichtigkeit-Modus. Fehlsichtigkeit, ändert genau. Die Farbpalette nicht von Farbblindheit, heißt Farbfehlsichtigkeit. Einstellungen zu dem ausschließlichen Zweck erhalten und verwenden darf, um die Barrierefreiheit von Rotblindheit, Grünblindheit, Blaublindheit, Blaublindheit, Blaublindheit. Optionen zu analysieren. Grünblindheit, Rotblindheit, aus. Aus, hart aufblitzen, ein Kontrast, hart aufblitzen, aus. Ein. Kontrastreiche Anzeige. Aus. Dämpft. Einstellung 1. Einstellung 2. Einstellung 3. Einstellung 3. Hat Aufblick. Hat Farbe. Hat Grünblind. Hat kontrastreiche Anzeige. Hat Farbe. Weiß. Hat Farben. Rot. Aus. Hat kontrastreiche Einstellung. Aus. Bildschirmlupe. Aus. Niedrig. Mittel. Hoch. Hoch. Mit Niedrig. Aus. Übersetzungsaufforderungen. Ein. Aktivier Auto. Aus. Aus. Out. Ein. Vergrößerung und Spielübelkeit. Kameraerschütterung. Sichtfeld. No Dolly Zoom Effekt. Vollbildeffekte. Ein. Aktiviert Bildschirmeffekte. Dauerhafter Mittelpunkt. Aus. Zeigt dauerhaft ein Fadenkreuz in der Mitte des Bildschirms ein. Aus. Navigation und Überquerungen. Fertig. Navigationshilfe. Aus. Durchdrück ein. Aus. Überquerungshilfe. Aus. Vorsprungsschutz. Auf. Verbesserter Lauschmodus. Aus. Unendlicher Atem. Aus. Rätseloption überspringen. Aus. Unendlicher Atem. Aus. Aktiviert unendlichen Atem beim Schwimmen unter Wasser. Und Rätseloption überspringen. Aus. Wähle bei einem Rätsel überspringen im Pausemenü aus, um direkt zur Lösung des Rätsels zu gehen. Dies Unex-Scan-Reiter. Verbesserter Lauschmodus. Aus. Vorsprungsschutz. Aus. Warnt mit zusätzlichen Audiosignalen und Vibrationen von gefährlichen Vorsprüngen. Das werden wir alles dann mal testen. Überquerungshilfe. Aus. Aktiviert die Navigation. Sprachausgabe und Sprachausgabe. Ein. Aktiviert Audiohinweis. Sprachausgabe. Ein. Jetzt ist er halt aus. Audiohinweise für Überquerungen. Aus. Aktiviert zusätzliche Barrierefreiheit. Audiohinweise, um bei Überquerungen und Erkundungen zu helfen. Ein Audiosignal ertönt bei überspringbaren Abgründen, erkletterbaren Vorsprüngen und Öffnungen zum Durchzwingen. Nee, das wollen wir nicht. Erreichen, wir wollen ja selber. Audiohinweise für Kämpfe.
aus. Aktiviert zusätzliche Barrierefreiheit Audiohinweise, um bei Kämpfen und Tarnung zu helfen. Ein Audio-Vibrationshinweise für Kämpfe. Aus. Aktiviert Vibrationshinweise, um bei Kämpfen zu helfen. Ein Vibrationshinweis erfolgt bei gegnerischen Nahkampfangriffen. Zielt die Gitarrenvibrationshinweise aus. Aktiviert einen Vibrationshinweis, wenn die richtige Gitarrennote für den Spielfortschritt ausgewählt wurde. Audio-Lautstärke. Passe die Lautstärke von Effekte. Ein Dial-Musik. 5 Audio-Laut-Audio-Hinweise Glossar. Hör-Dreieck-Taste. Interag-3-Dreieck-Taste. Interagieren Audio-Hinweis, gedrückt Audio-Hinweise, Sprachausgabe und auch Barrierefreiheit, Optionen. So, ich würde sagen, dann mache ich doch mal ein einzelnes Video, weil wir haben uns jetzt 15 Minuten oder 16 Minuten mit dem Menü aufgehalten. Das ist Quatsch, das werde ich als einzelnes Video hochladen. Ich will dazu nur sagen, dass ich das mega geil finde, was Naughty Dog da gemacht hat. Nicht nur mit der Sprache, auch die Barrierefreiheit für Farbeingeschränkte oder wie das heißt, dass du die Tasten alle selber anpassen kannst. Auch die Konturen, also so kann jeder das Spiel spielen und genießen. Du kannst den HUD anpassen, du kannst größer machen, du kannst die Schrift vom Untertitel größer machen. Also wirklich so ein Menü würde ich mir in Zukunft für jedes Spiel wünschen. Muss ich dazu sagen. Weil ich kenne einige, die haben mit Farben Probleme, also Rot, die können kein Rot sehen. Ich sage jetzt auch keine Namen, aber sie können halt kein Rot sehen. Und, oder er. Und selbst für ihn würde das jetzt möglich sein, weil Rot dann halt, also war ja vorher schon bei einigen Spielen möglich. Aber auch für Taube oder für Leute, die schwer hören, dass man sich das mit irgendwelchen Signalen oder Vibrationen anzeigen lassen kann und. Oder auf dem Bildschirm, dass da denn L1 steht oder was weiß ich. Finde ich sau geil, dass sie das gemacht haben. Also von mir fette Daumen hoch. Also richtig geil. Sollten sich einige mal ein Beispiel daran nehmen. Ich würde es mir wünschen, in Zukunft für jedes Spiel, dass man sowas einstellen kann. So, das soll es dann aber jetzt auch gewesen sein. Ich hoffe, hat euch gefallen. War halt jetzt erstmal das Menü, aber wir zocken gleich auch noch wirklich richtig The Last of Us. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wie ihr sagt, ich werde hier auch nicht rendern, irgendwas machen. Ich werde so, wie ich es gemacht habe, in 4K, werde ich es hochladen, damit ihr da so dicht wie möglich an meinem Erlebnis dran seid. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ahoi, sagt euer Odin.